Aua. Mein Gott. Herzlich willkommen zu The Forest zurück, zusammen mit dem Items. Und eigentlich wollte ich die Folge erst später starten, aber wir werden gerade angegriffen. Ich dachte, wenn wir hier sterben, wäre das vielleicht für euch ganz interessant. Kappa. Lol. Hab auch den erwischt. Der Bitches. Der andere ist hier auf den Baum geraten. Gollum ist das. Original Gollum. Guck ihm ins Gesicht. Gollum. Du hast doch bei der Herr der Ringe mitgespielt. Aua! Hinter dir. Ach, hinter mir. Ja, oh lol, jetzt habe ich deinen angefangen. Oh, das lol. Ist schlecht. Der ist wieder aufgestanden einfach, ne? Ja. Man kann sich also nie sicher sein, ob ihr wirklich tot seid. Ich mach mal ein Feuerchen, ne? Oder sind das immer nur diese Speziellen hier, die aufstehen das können? Das kann sein. Der sieht auch anders aus, wenn du mich fragst. Ja, der hält auch mehr aus. Das scheint irgendwie so... Bambi! Glocke? Ja? Ich möchte gerne ein Experiment mit Bambi und einem Feuerpfeil machen. Ist das okay? Ja, ist okay. Wenn du triffst. Ich bin gespannt. Und los! Wow! Aber es brennt nicht. Aber der ganze Arsch war rot, hast du gesehen? Aber es brennt nicht. Frechheit. Nächster Hit hat auch getroffen. Aber der war zu hoch. Nächster Hit hat auch getroffen. Impliziert ein üblichen Treffer? Das ist... Niemand mag Klugscheißer. Ich weiß. Glaub mir, ich bin selber einer. Ich weiß das. Wir lassen das Fleisch einfach liegen, oder? Wir sind Vegetarier. Ja, wir sind Vegetarier. Wir ernähren uns von Snacks. Und... Vögel! Ja. Vögel sind ja keine Tiere. So, alles klar. Ich habe wieder Knochenrüstung gemacht, 3 Stück. Wir können also weiter. Sehr gut. Ich kann dir also gleich dann was geben. Du brauchst mir nichts geben. Ich habe noch Rüstung. Ich habe noch 4 pinke und einen Knochenrüsti. Gut, ich habe ein bisschen weniger als du. Ja, deswegen nehmen wir das erstmal für dich. Gut, dann ziehe ich das direkt an. So. Ich habe nämlich nur noch 2 pinke. Das. Hey, jetzt wieder ein Topf. Hey, da kommt ein Mutant von rechts. 4, 5, 7, 12 Items! Da! Das ist ein Topf. Ja, aber wir haben, uns nicht gesehen. Ja, dann weiter zum Baum, würde ich sagen. Nein, nein, nicht zum Baum. Ach, zum Schiff. Wir müssen nur den Baum als Ding, genau. Zuerst zum Boot und den Baum müssen wir danach einfach als Orientierungsquelle nehmen. Das sollte dann funktionieren, irgendwie, irgendwo. Irgendwann, weil ich's kann. Wabbidi-wabbidi-wabbidi-wabbidi. Da ist das Boot doch. Ja. Da ist es. Keycard, vielleicht, obwohl, du hast ja gesagt, die Sauerstoffdinger sind nicht da drin, ne? Nee, also früher waren sie es nicht. Vielleicht sind sie es ja jetzt. Also ich meine, früher konnte man auch laut Kommentaren keine Töpfe aufheben. Also das gab es früher auch nicht. Das wird wohl auch reingepatcht. Hm. Aber ich kann mich daran erinnern, dass dieses Rezept mit dem Topf schon Ewigkeiten drin ist. Aber wir können einfach quer rüberschwimmen, oder? Ja, dauert ein bisschen länger, aber das... Ich glaube, das ist sogar gar nicht so lange. Kann ja werden, das noch auf die Steine, weißt du? Und ab hier ist es genauso lang wie vom Strand. Ja. Ich hätte bei solchen Gewässern, wenn ich unterwegs wäre, niemals den Mut ins Wasser zu gehen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber ich hätte zu viel Angst vor Fischis, die knabbern. Dann bist du wie ich. Ich habe saumäßig Angst zu schnorcheln. Weil ich Angst vor den Fischen habe, weil ich nicht weiß, was sie machen. Die können so harmlos aussehen, ich habe immer Angst davor. Also ich mag Fische im Allgemeinen schon, aber... Ja, aber zum Angucken und nicht zum Anfassen. Also so rochen oder so streicheln, das finde ich toll. Hast du die Keycard eingesteckt? Ich habe die Keycard, ich habe sie jetzt draußen. Okay. Moment, warte mal. Die ist blutverschmiert. Ich habe eine Idee. Waschen. Geht nicht.
kann sie aber auch nicht mit nichts kombinieren, oder? Du kannst aber mit der Keycard ins Wasser, oder nicht? Habe ich gerade. Das hat nicht funktioniert. Ich kann sie halt auch mit nichts zusammen. Doch, jetzt ist sie sauber. Nein, ist sie doch nicht. Nee, bei mir ist sie nicht sauber. Alkohol vielleicht? Ich kann sie ja mit nichts kombinieren. Das ist mein Problem gerade. Ich kann die Keycard nur auswählen. Hm. Ah. Das ist jetzt komisch. Aber die Keycard war ganz sicher für hier, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Gib mir sie mal. Kannst du die wenigstens... Ach nee, kannst du ja nicht kombinieren, ne? Ja, puh. Sind wir denn auf der Sahara? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Oder sind wir auf einem anderen Boot? Ich glaube, die Sahara ist nicht... also die Keycard ist nicht für das Boot. Aber da steht ja Sahara Employee drauf. Ja, eben, deswegen. Und wer hat denn bitteschön eine Employer-Karte für ein Boot? Das sieht mir eher nach einem Privatboot aus. Also, ich glaube, wir können hier nicht durch, aber ich glaube, ich weiß, wofür wir die dann verwenden müssen. Und dafür brauchen wir die Tauchausrüstung. Okay. Ja, das ist, Das ist jetzt ein bisschen schade, aber wir können trotzdem, von hier aus können wir direkt weiter dahin, wo wir hin müssen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was wollten wir nochmal bei dem Baum? Von dem Baum aus weiß ich, wie es zu der Höhle geht, wo es das Atemgerät gibt. Ah ja, richtig. Orientierung. Ich erinnere mich. Richtig. Siehst du jetzt die, Dinger? Ja, ich sehe gelb, ich sehe blau, ich sehe, pink, ich sehe grün. Ja, siehst du, das war gerade der Kontrast. Mit dem Wald war das unheimlich schwer zu sehen. Ja. Also habe ich wirklich bessere Augen als du. Oh, das sind die... Ja, hallo? Bessere Augen? Das ist ja wohl kein Wunder. Hast du eine Brille? Was? Ich habe höchstens ein Hörgerät. Good one. Lass ich gelten. Das lasse ich gelten. Yeah! Entschuldigung. Ich hatte ein Räuspern. Und ich dachte mir, Räuspern auf coole Art wäre cooler. Es wird Nacht, ne? Wir müssen nur die Höhle finden. Das ist sogar, glaube ich, die Höhle, wo wir reingegangen sind. Nur es gibt einen speziellen Weg, den wir da gehen müssten eigentlich. Bald einwärts und dann müsste hier vorne irgendwo diese Höhle mit einer Spalte kommen. Ich weiß, also ich kann mir gut vorstellen, dass es die Höhle ist, wo wir reingegangen sind damals. Wir sind ein bisschen rumgeirrt gewesen. Oh, hier ist was. Aloe Vera, glaube ich. Oh gut, mitnehmen. Dann kann ich uns gleich wieder... Ich habe noch nicht eins von den Dingern benutzt, die ich gemacht habe. Ja, wir haben die ganze Zeit Rüstung. Wir gehen nie aufs Leben, ne? Ja. Ist aber gut. Ich denke auch, dass das vorteilhaft ist. Übrigens, gerade auf Folge darüber gesprochen, dass es Leute gibt, die sich teilweise die Sachen so hochstellen, dass sie aus einem Baum 40 Loks bekommen und sich dann richtige Villen bauen. Die Frage, ob ich wieder ein Top. Also finde. Mittlerweile ist es ja eine Farce, ne? Ja, das ist wirklich ziemlich frech. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, im Dunkeln einen Höhleneingang zu suchen. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wo die Höhle ist gerade. Lass uns dahin zurückgehen, wo wir gerade waren mit den Zelten, da können wir nämlich schlafen. Hier ist wieder eine Blume. Also dann können wir die Nacht überspringen, wenn das für dich okay ist. Dann das hast du auch hier, wieder oder? Tag. Du bist bessere Orientierungsmensch. Das ist schon echt krass. Wir gehen jetzt schlafen. Gleich da. Schnell. Ich höre was. Ich? Oh, Magen. Wakey, wakey. So. Wakey, wakey, rise and shine. Schon lange nicht mehr gesagt. So, gespeichert habe ich jetzt auch. Ich hoffe, du auch. Und, Oh, nee, noch nicht. Ja. Gespeichert.
Warte. Ich muss kurz was trinken. Kann ich das hier auffüllen? Warum nicht? Oh, da war Aloe Vera im Wasser. Nun. Nice. Ich habe Koffer gefunden. Hui. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz zurück, damit ich mich orientieren kann. Katze ist ein schlechtes Navigationssystem. Oh, hier kann man, glaube ich, auffüllen. Okay. Sollen wir mal versuchen, das abzukochen? Wir haben doch jeder ein Dings dabei, oder nicht? Ein Topf. Warte Das mal. können wir gerne mal versuchen, aber wir haben doch gerade noch Soda, oder nicht? Nee, ich habe nicht mehr so viel Soda tatsächlich. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich weiß nicht, was da wieder passiert ist. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie das funktioniert. Warte mal. Oder muss man das erst mit Wasser voll machen? Nimm mal deinen runter. Ich weiß nicht mehr, wie ich das mache. Ich habe meinen jetzt einfach Ich kann da jetzt draufgestellt. Zeug reintun. Ich habe da Wasser reingetan bei mir. Ich habe jetzt einen großen Fehler begangen. Du hast da Fleisch reingetan. Nee, ich habe alle Beeren. Oh! Ich habe Fleisch reingetan. Ach, okay. Lass uns Suppe kochen. Okay. Mehr Feuer. Oh, ich kann da Zeug reinschmeißen. Aloe Vera reinwerfen, ey. Das habe ich gerade. Ich habe alles reingeschmissen. Herr Feuer! Ey, wir können das essen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Au! Fuck! Ah! Oh Gott! Ah! Das Essen war wohl zu heiß. Brennt's immer noch. Alter Topf gesammelt. Okay. Ausrüsten. Hier war doch Das eine Feuer Stelle. hatte einen Unfall. Was muss ich jetzt? Wieso geht das nicht? Das ist doch Kacke. Wie hast du denn da Wasser reingekriegt? Du musst immer ein bisschen schauen. Das dauert immer ein bisschen, bis du da hinkommst. Also du musst das Ding in der Hand haben, musst da ein bisschen rumschauen. So, jetzt von hier aus kann ich zum Beispiel was da rein tun bei mir. Ah ja. Und dann kann man das ja abkochen und eigentlich in diesen Dings füllen, oder nicht? Weiß es nicht. Oder kann man das dann nicht in den Schlauch füllen? Das müsste auch eigentlich gehen, ne? Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das abkochen können. Weil der will die ganze Zeit, dass wir was reinlegen. Nee, warte. Bei mir will das nicht mehr. Jetzt müsste das ja gleich irgendwann fertig sein. Ah, doch, ja. Ich sehe gerade, du musst theoretisch den Topf danach nur einsammeln. Wenn ich den jetzt bei mir im Inventar habe, so wie er ist, mit vollem Wasser, dann steht dran, Old Pot, used to boil water, polluted water 100%. Also wie der Schlauch, nur als Topf und mit polluted. Ja, interessant. Okay. Oh, dein Topf ist fertig. Nee, aber der ist leer. Aber sauberes Wasser. Das ist, weil ich das in der Hand hatte, das Ding. Ich habe jetzt sauberes Wasser in meinem Schlauch. Mensch. Nimm den Schlauch in die Hand und dann dürftest du gleich, wenn da steht, dann, dass du es wieder aufnehmen kannst, dürfte das funktionieren. Ah. Verrückte Welt, ey. Das ist gut. Aber ich hatte da noch, ich habe noch was in meinem Wasser drin. Ist egal, der hatte ich auch. Okay. Sauberes Wasser. Hier sieht man mich Perfekt. besser als direkt am Feuer. Logik. Hier rechts sieht man. Oh Gott! Da war ein Hase. Ich hab mich erschrocken, Flocke. Das war nicht nett von dem Hasen. Jetzt. Jetzt kannst du E drücken und dann nochmal E und dann sammelst du in den Topf beim zweiten Mal wieder ein und du hast jetzt Polluted Water in deiner Dings, müsstest du.
Clean Water habe ich jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Okay, cool. That's very nice. Nice. Mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, halt. Da ist ein Mutant. Okay, den machen wir noch. Da sind mehr als eins Mutant. Oh, Da Family. sind mehr Mutant. Familientreffen. Liebe kleine böse Menschen, ihr könnt euch mal ganz schnell verzwiebeln. Die gehen wirklich weg. Wollen wir den Frieden? Ich weiß ja nicht, wo wir herlaufen müssen. Im Baum, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Der kommt wieder. Der Typ da oben auf dem Baum soll sterben. LOL! Hinter mir ist eine Bitch. Biatch. Hau hinter mir. So, der eine ist tot. Jo. Da muss noch irgendwo einer leben, oder? Nee, wir haben alle gekillt. Sollen wir die da runtertragen? Ja. Diesmal haben wir richtig Legolas gespielt. Ah, das ist ja noch richtig Action in deiner Kochfolge. Ja, voll gut. Menschen, den Typen habe ich geil vom Baum geholt. Das Also. sah richtig witzig aus, ohne Scheiß. Vor allem, wie Wie der gebrannt dieses hat. brennende Körper Gedöns darunter fiel auf einmal von diesem Baum. Richtig gut. Gut, also ihr habt noch ein bisschen Action gesehen. Das freut mich natürlich, weil ansonsten war die Folge ja relativ. Obwohl, wir haben ja schon einiges jetzt herausgefunden, was wir wahrscheinlich schon hätten vor 5 Folgen herausfinden müssen. Aber gut, so sei es. Morgen geht es weiter bei Items. Da finden wir hoffentlich das Sauerstoffgerät. Ich muss mich waschen. In dem Sinne, bis morgen.